Ich bin in Bremen-Mitte aufgewachsen. Es gab damals bei uns schon viele Probleme. Es gab viel Stress zu Hause. Als ich so 15 war, musste von mehreren Schulen in Bremen runtergehen, weil mein Verhalten nicht so gut war. Und ich habe mir gedacht, okay, ich gehe auf ein Internat. Als ich dann 2012 mit 17 wieder zurück nach Bremen gegangen bin, habe ich in einer WG gewohnt. Und ich habe plötzlich psychische Probleme bekommen, Einschränkungen. Ja, nee, Angstzustände. Ich konnte keine Bahn mehr fahren, abends, irgendwann nachmittags mehr, irgendwann gar nicht mehr. Ich habe in einem sehr wilden Viertel gewohnt. Man nennt den Stadtteil auch das Viertel in Bremen. Dort ist sehr viel auch Kriminalität gewesen und ich wurde paranoid, es war gar nicht schön. Und ich bin in Therapie gegangen, für 3 Monate nach Göttingen. Und ich hatte dort einen Zimmernachbarn, der war Atheist, aber subhanallah, der hatte einen Koran da stehen. Eine ungefähre Übersetzung. Ich war in dem Moment ein bisschen verloren. Ich habe mich nach etwas gesehen. Ich wollte auch Gott näher kommen, weil ich als Christ keine Regeln hatte. Ich wusste nicht, wie komme ich Gott näher, wie kann ich mich bedanken, wie kann ich um Vergebung bitten. Das kannte ich alles nicht. Als ich den Koran da gesehen habe, ich habe den Koran genommen und habe den Koran geöffnet. Und subhanallah, ich habe mich bei den Worten extrem geborgen gefühlt. Ich habe nach ein paar Seiten gemerkt, okay, das ist genau das, wonach ich mich gesehnt habe. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum bin ich einsam, warum geht es mir nicht gut? Und als ich wieder zurück nach Bremen gegangen bin, bin ich konvertiert, alhamdulillah. Und Klassenkameraden konnten das erstmal nicht verstehen. Ja, du bist doch Deutscher, und wie geht das dann? Ich glaube, einer der ersten YouTube-Channel war tatsächlich Botschaft des Islam. Natürlich gab es auch immer Prediger und so, aber in der Anfangszeit war das so die Nummer 1, weil du hattest noch nicht so viel Wissen, was jetzt Fremdwörter oder arabische Wörter heißen. Und Botschaft des Islam hat es immer relativ simpel erklärt und mit wunderschönen Worten. Und natürlich war ich immer fasziniert und begeistert von den Special-Effekten, von der Qualität. Es war wunderschön und die Stimmen, es war sehr angenehm. Irgendwann ging es so weiter, dass ich tatsächlich mit Freunden abends bei mir saß. Wir haben geguckt, okay, was haben die neu oder was kennt der noch nicht, was kenne ich noch nicht. Ich habe denen auch privat mal geschrieben, wegen Beweisen. Ich habe mich da vergewissert, die Brüder waren sehr, sehr nett, haben mir sehr gut geantwortet, sodass ich und meine Brüder auch sicher waren, okay, die kann man sich weiter reinziehen. Das wurde auch bei mir manchmal so ein tägliches Ritual, so vorm Schlafen, guckst du dir noch quasi eine Folge an von Botschaft des Islam. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass es Leute gibt, die das auf so eine schöne und edle Weise machen. Mein Name ist Malik, ich bin 24 Jahre alt.